Hallihallo und ein ganz herzliches Willkommen an euch da draußen zu einem neuen Let's Play. Wie angekündigt, Drakensang am Fluss der Zeit, das schwarze Auge. Habe ich jetzt ein bisschen durcheinander geworfen. Gott, ist das laut. Ja, wieder mal Ohrstöpsel, deswegen das Problem. Und falls ihr hier irgendwelche Rauchschwaden seht, nein, meine Hütte brennt nicht, ich habe da auch keine Bong stehen und so weiter, sondern es ist ganz einfach so, ich habe mir ein kleines Räucherstäbchen zur Gemütlichkeit eingestellt. Moment mal. Lass mich mal die Lautstärke etwas runterdrehen. Mann. Ja, wie versprochen, Drakensang, das schwarze Auge am Fluss der Zeit. Sollte eigentlich andersrum sein. Und ich erzähle euch alles andere später. Wir machen eigentlich einfach mal ein neues Spiel. So, wir wählen den Schwierigkeitsgrad normal, obwohl ich eigentlich auch schwer könnte. Aber dieser kann jederzeit in den Einstellungen geändert werden. Kein Problem, also los geht's. DTP Entertainment präsentiert ein Radon Labs Spiel. Drakensang am Fluss der Zeit. Und jetzt halte ich mal die Klappe, weil jetzt kommt was Schönes. Vorgrim, holen wir dir ein Helles. Ach, ohne Ardo schmeckt das Bier nur halb so gut. Das waren noch Zeiten damals. Keiner von euch hat mir je erzählt, was damals eigentlich geschehen ist. Weil es ein Geheimnis ist. Ja, das sagst du mir immer wieder. Ja, vielleicht bist du jetzt alt genug dafür. Hör zu. Es ist eine Geschichte über Verrat und Gier und vom Beginn einer Freundschaft. Auch ein junger, bislang unbekannter Abenteurer war mit dabei. Sonst hätten wir es wohl niemals geschafft. Im Herbst des Jahres 1009 nach Bosbarans Fall wurde diese Person irgendwie in unsere Probleme verwickelt. Und wie es so oft ist, trafen wir uns alle auf der Reise. Tja, wie mag es für den Grünschnabel gewesen sein? So, stell es dir vor, Gladys. Ich verrate dir, um wen es sich handelt. So, und da sind wir. Jetzt nochmal ein ganz herzliches Willkommen. Das war doch schön, Gladys Vorgrim. Endlich wieder. Wir werden viele. Ich muss das dazu sagen, dieses ist ein Prequel. Also es ist zwar der Nachfolger von Drakensang, aber die Geschehnisse spielen lange vor Drakensang. Wir werden einen jungen Vorgrim sehen. Leider Gladys nicht mehr, das kann ich schon mal verraten. Aber wir werden einige alte Bekannte sehen. Gute Bekannte und schlechte Bekannte in völlig neuen Rollen teilweise. Es wird so lustig. Also, dann fangen wir mal an. Los geht's. Ah, die Charakterauswahl. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe mich Woltern Tucher. Ich heiße Woltern mit Nachnamen, aber das ist doch mal ganz und gar nichts. Ich nenne mich, oh, ich kann die Tastatur nicht sehen. Honk. Honk. Von. Honk. Heim. Honk. Heim. Entschuldigung, dass ich hier so komisch bin. Es ist so, das Mikrofon hängt über der Tastatur für diejenigen, die es nicht kennen. Und ich kann leider nicht blind tippen. So, ihr werdet es glauben oder nicht. Ich werde wieder einen Kampfmagier spielen, weil das ganz einfach meine Sache ist, worauf ich Bock habe. Expertenmodus mache ich nicht, weil das würde viel zu lange dauern. Wir machen das mal ganz einfach. Und wir nehmen den hier. Nicht ganz, aber Kampfmagier nehmen wir. Guck mal, Vor- und Nachteile, hohe Astralenergie, Nachteile keine. Geilo, ne? So, Haare. Welche Haare wollen wir denn haben? Ich glaube, ich habe da schon eine Idee.
Nö, das ist gut, das ist gut. Jetzt die Gesichtsform. Ich mag es eher filigran. Das sieht böse aus, das ist gut. Und der Körper, ich bin nicht besonders groß. Ich verrate es mal, ich bin 1,68 klein. Aber ganz klein will ich auch nicht sein. Also, Moment. Ach so. Hab falsch geklickt. Ich will einen mittelgroßen Körper. So. Ja, ich habe mir überlegt, ob ich diesmal eine Frau spiele, aber nein, Honk von Honkheim, dann hätte ich das Honkine von Honkheim nennen müssen, dann wäre das auch irgendwie blöd geworden. So, ich das Spiel jetzt starte, muss ich nochmal was kurz verraten. Also, ich weiß aus diesem Spiel nahezu gar nichts. Es wird sich komisch anhören, ich habe das Spiel, also Drakensang am Fluss der Zeit, damals auch vor ungefähr 7, 8, 9 Jahren nach Drakensang gespielt, aber komischerweise weiß ich weniger von diesem Spiel, als ich von Drakensang wusste. Ist ja komisch, ne? Normalerweise sollte man ja von Sachen, die weniger lange zurückliegen, mehr wissen. Was ist das bloß für ein Kram? So, wir fangen an, ehe ich euch vollkommen voll labere. So. Die Stern von Ferdok liegt so sicher vor Anker, wie ein Drache seinen Hau tötet. Kommt schon herunter. So, du stehst auf dem Schiff und weißt, oh, Facecam steht im Wege. Und du stehst auf dem Schiff und weißt vielleicht nicht, was du tun sollst. Wenn du das Questbuch unten links öffnest und findest du deine Aufgabe. Hier werden alle Questen eingetragen, die dir wertvolle Hinweise zum Ziel und Aufgabe geben. Erscheint die Meldung, dass eine Queste abgeschlossen, gescheitert oder aktualisiert wurde, findest du alle Informationen im Questbuch. Es leuchtet dann links unten auf. Ja. Oh, ich glaube, ich mache das mit den Räucherstäbchen nie wieder, zumal die Fenster hier zu sind. So. Ich mache mal die Tutorials weg. Das ist, ich weiß, wie es geht. Ich habe mich wieder reingefunden. Muss ich dir nämlich mal sagen. Ich habe hier Folgendes gemacht. Ich habe nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gespielt, um herauszufinden, was sich an der Steuerung geändert hat und was nicht. Es hat sich ein bisschen was am Interface geändert. Wir gehen hier erstmal auf dem Schiff noch ein bisschen rum und schauen mal, ob wir irgendwas klauen können, ne? Also Loot tut immer gut, ne? Rosti, wenn du das hier guckst, ne? Ja, da geht schon wieder los mit rostigen Nägeln, Lederbändern und Ulmenholz. Ja, also ich weiß von diesem Spiel weniger als von Drakensang und deswegen ist es fast ein Blind Let's Play. Ja, fast. Ja, ich muss rausfinden, welche Fässer zu öffnen sind und welche nicht. Alter, dieser Rauch. Neunmal Honig? Warte mal, für was ist Honig gut? Honig, 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 Poponig, gucken wir mal rein. Na, können wir wohl verkaufen, ne? Also, ich sehe da jetzt nicht, dass das irgendwelche Crafting-Geschichten notwendig ist. Haben wir hier noch mehr Sachen zum Klauen? Nö. So, es wurde uns gesagt, wir sollen vom Schiff runtergehen. Der Kapitän, oh, schaut euch das mal an, das ist wieder schön. Und ich finde Drakensang am Fluss der Zeit grafisch noch vielleicht ein bisschen schöner als Drakensang, obwohl es auf der gleichen Engine basiert. Na, Schiffsjunge Hein? Ich hab zu tun. Boah, keine Zeit zum Plaudern. Was haust du das Schiff kaputt, Kollege? So. Gut, dass auch ihr von Deck tretet, junger Mann. Wir wollen ein letztes Nachtlager aufschlagen, bevor wir morgen Nadoret erreichen. Da wäre allerdings noch eine Sache. Ja? Also wen soll ich vom Deck treten? Ihr hattet mir zugesagt, euch während der Reise nützlich zu machen. Und das hatte ich zu eurem Glück ganz vergessen. Sonst hätte ich schon viel früher Arbeit für euch gehabt. Mhm, okay. Natürlich halte ich mich an mein Wort, guter Kapitän. Was kann ich für euch tun? Um euer Gedächtnis scheint es nicht zu gut zu stehen. Ich höre zum ersten Mal von dieser Abmachung. Naja, ich bin mal nett. Ihr sollt nur dem alten Piet helfen, das Nachtlager zu bereiten. Ich will morgen beim ersten Licht wieder aufbrechen. Denn unsere besser zahlenden Passagiere haben es eilig. Alter. Kapitalist oder was? Mag ich gar nicht. Kapitän, ich hätte noch eine Frage. Der Wissensdrang der jungen Leute. Nur. Ich, junger Mann, ja. Ich junge Leute, ne? Was gibt es über Nadoret zu erzählen? Nun, was soll ich sagen? Ein hübsches, kleines Handelsstädtchen am großen Fluss. Regiert vom ehrwürdigen Baron Dajin von Nadoret. Mhm. Etikette Honk von Honkheim. Dajin, irgendwie klingt der Name nicht ganz nach der Region. Oh,
da habt ihr aber ein feines Ohr für sowas. Recht habt ihr. Den Namen trägt der Baron von seiner Mutter, einer Maraskanerin. Ansonsten gehören die von Nadoretz zu einem der ältesten Koscher Adelshäuser. Alter Adel, wenn ihr versteht, was ich meine. Knickknack. Also, Maraskaner, wie wir wissen, essen ja Pferde, ne? Wer im ersten Teil dabei war und Talon miterlebt hat, gut. Habt ihr noch andere Fragen? Warum müssen wir überhaupt ein Nachtlager aufschlagen? Es ist Nacht. Ach. Und bei Nacht ist man am besten an Land. Piet sagt, der Flussvater hasst es, nachts geweckt zu werden und holt sich die Schiffe, die seinen Schlaf stören. Ich sage, nachts sieht man die Steine nicht. Mhm. Ja, stimmt. Andere Fragen? Nö, eigentlich nicht. Bei dem Gehämmer kann doch niemand schlafen. Oh, vor allen Dingen in dem Headset hört sich das total laut an und du, der brüllt mir auch hier voll in die Ohren. Ah. Ah, da ist eine Kiste. Guck. Die reden da. Och, Jana, noch nicht. Streng dein Köpfchen mal ein bisschen an. Denk doch daran, dass es kälter wird. Und an meine alten Knochen. Mach ich ja, aber wir haben keinen Zunderschwamm mehr. Das kann doch gar nicht sein. Du hast doch in Ferdok noch welchen gekauft. Oder etwa nicht? Keinen Augenblick werde ich dir aus der Hand lassen. Es tut mir wirklich leid, Pete. Willst du mir allen Ernstes erzählen, dass wir kein Feuer machen können? Bis dahin muss alles repariert sein, verstanden? Warum rückst du erst jetzt damit raus? Weil... Vielleicht ist das sowieso besser jetzt. Ein Feuer könnte doch auch Gefahren anlocken, weißt du? Jetzt erzähl mir nichts, nur um dich vor der Arbeit zu drücken. Ich kenn doch diesen Blick. Pete, brauchen wir denn wirklich ein Feuer? Ich meine, so kalt ist es doch gar nicht. Och, Jana. Ja, da geht's schon wieder los. Oh, die reden hier alle durcheinander, aber ihr könnt ja die Texte lesen. Alter. Und an meine alten Knochen. Dann unterbreche ich. Halt mal, da ist eine Kiste. Kann ich die. Nö. Wir haben keinen Zunderschwamm mehr. Das kann doch. Oh, dieses Durcheinandergelaber. Ah, dich kenne ich doch vom Schiff. Und dein Name war. Honk. Honk, mein Name. Ja, Honk, mein Name. Honk von Honkheim, wie konntest du das nur vergessen? Das war ja, genau. Du hast den Kapitän nicht genug zahlen können. Und ich darf dich deswegen zum Arbeiten einspannen. Entschuldige, wie konnte ich das vergessen? Was für ein sympathischer Typ, ne? Also, ja, der Kapitän war so freundlich, mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Ja, ich nehme mal das. Freundlich? Na, wenn du dich über Schinderei freust, kannst gern auch noch meine Arbeit mitmachen. Welche Arbeit denn? Ein kleines Mädchen zusammenzuprollen? Digga. Oder auch nicht. Sonst geht nachher noch mehr daneben. Schließlich hat schon jemand in Ferdok am Hafen Wetten abgeschlossen, statt mit dem Geld Zunderschwamm zu besorgen. Hat das Mädchen vielleicht auf Stahlknüppel Joe und Hammerfresse Django gewettet? Ihr erinnert euch. Aber der Betrüger ist ja eigentlich aus dem Feld geräumt worden. Nein, das stimmt nicht. Das Geld wurde ihm gestohlen. Und über den Schrecken habe ich den Zunderschwamm vergessen. Wirklich. Das wäre voll der Klattesersatz, aber ich glaube, mit der können wir nicht spielen. Also, das hört sich jetzt falsch an. Also, ich habe auch keinen Zunderschwamm. Wie kann ich helfen? Warum ist der Zunderschwamm jetzt so wichtig? Willst du, dass ich mir einen Dumpfschädel hole bei der Kälte? Oder die wohlbetuchten Herren da hinten? Ohne Zunder? Kein Feuerchen. La! Warte mal, ich habe da ein Feuerzeug, aber das liegt da drüben. Ich könnte ihm sofort helfen, ne? So ein kleines Big-Feuerzeug jetzt raus und zack. Ich habe auch keinen Zunderschwamm, wie kann ich helfen? Jemand wird jetzt auf dieser Insel irgendwo trockenen Zunderschwamm finden und du gehst mitsuchen, damit nichts schief geht. Okay. Denk ja nicht, dass ich mich nicht alleine traue. Ist nur wirklich langweilig sonst. Ob wir das noch schaffen in 6 Minuten, weil dann ist die Folge zu Ende. Bring die kleine Jaheile wieder, hörst du? Sonst kriegst du es mit mir zu tun. Die Jana hat jetzt genug Schimpfe bekommen. Oh, ich glaube, mit dir würde ich fertig werden, Kollege. Sicher doch, Jana, machen wir uns auf den Weg. Warum gehst du eigentlich nicht mit ihr suchen? Weil meine Knie vor Vergnügen quietschen bei dem Gedanken. Deswegen, nun husch, weg mit dem jungen Gemüse. Junges Gemüse,
Hast du mich schon mal angeschaut? Ich glaube, du hast schon einen Dumpfschädel, Kollege. Sicher doch. Jana, machen wir uns auf den Weg. Und dann kannst du mir erzählen, was er dir geflüstert hat. Los geht's! Du wirst dich hüten. Und Jana, trödel nicht so viel mit deinem Gequatsche, sondern such! Alter. Schneller heim. Der ist so scheiße. Bis dahin muss er... Jetzt sag schon, was hat er dir zugeflüstert? Okay, also ich könnte ein bisschen mehr Respekt, bitteschön, schlimm genug, dass wir deinetwegen hier rumsuchen müssen. Ich werde das Mädchen nicht so anblaffen wie der Typ. Ich soll dich nicht mit Grimassen erschrecken. Kennst du schon das Drachenmonster? Wow. Mit dir wird's wirklich nicht langweilig. Das wissen meine Zuschauer auch. Hallo. Ja. Meine Idee wäre, dass es hinten bei der Turmruine Zunderschwämme gibt. Lass uns da mal nachsehen. Ja. Schneller heim. Bei dem Hämmer kann doch niemand. Ich werde hier später noch alles absuchen, aber jetzt werde ich erstmal der Jana folgen. Doof ist, wir haben jetzt noch kein Wildnisleben, deswegen können wir jetzt noch keine Kräuterlis sehen, sonst könnten wir jetzt schon hier auf dem Weg ein bisschen Kräuterlis sammeln. Pete ist gar nicht immer so. Wirklich. Ich meine, doch, eigentlich ist er immer so. Aber er meint's gar nicht böse, glaube ich. Ich weiß das nicht. Ich gucke Pete Smith nicht. Also, aber wenn du den Pete da hinten meinst, der ist richtig kacke. So, habe ich schon wieder ein böses Wort gesagt in diesem Let's Play. Ja. Nö, also wir können jetzt hier nicht... Da sind doch Zunderschwämme, Mädchen. Mach! Da! Den oh, Zunderschwamm schnapp ich mir und dann können wir gleich zurück. Och, nö! Och, der ist nass wie Kostaller Kohlsuppe. Wenn die ganze Insel von Effert Segen erwischt wurde, dann werden wir hier draußen keinen trockenen Zunderschwamm finden. Also das E-Pferd ist irgendwie der Wassergott in diesem Spiel, in der Drakensang. Oder im schwarzen Auge. Aber weißt du, als ich so gerade den Zunderschwamm auseinanderfliegen sah, das erinnerte mich doch ganz stark an einen frühen Herrn Georg von Alion, ne? Was machen wir denn jetzt? Ich dachte, das wäre schnell erledigt. Aber mit dir klappt wohl nichts. Alter, nö. Was machen wir denn jetzt? Weißt du was? Wenn wir schon hier sind, dann können wir doch mal in die Turmruine reinschauen. Da ist es bestimmt trocken geblieben. Mi. Klingt nach einem kleinen Abenteuer, ich bin dabei. Das alte Gemäuer sieht ziemlich einsturzgefährdet aus, ich weiß nicht. Ich mach mal auf Mimi. Du hast Angst? Das ist ja wirklich peinlich. Das ist die Süß. Werden wir aber nichts finden. Na komm schon. Okay. Nee, ich hab da nicht wirklich Angst. Ich weiß allerdings nicht, was da drinnen nochmal vor sich ging. Was habe ich bloß für eine seltsame Klamotage an? Oh, da sind schon rote Pfeile. Ja, Fledermäuse. Ich bin hier unten. Kommst du? Ja. Ja, ich komme ja schon. Alter Mann, ist kein D-Zug. Ich will gar nicht so tun, als wüsste ich das hier nicht. Da, die Ecke hier weiß ich noch. Ich bin gerade nicht mehr so sicher, ob wir da wirklich rein sollten. Da scheint eine Höhle zu sein. Und in Piets Geschichten kommt immer nur einer wieder raus. In unserem Falle nicht. Du hast den größten Streiter der Drachenquest an deiner Seite. Besser gesagt, seinen Urahnen, der komischerweise älter ist als er. Keine Sorge, ich habe magische Fähigkeiten. Wenn du Angst hast, warte hier. Ich gehe allein. Du hast recht, du solltest lieber alleine reingehen. Ich nehme mal das Erste. Wirklich? Sie soll ruhig mitkommen. Na, ich will dir mal glauben. Wir packen das schon zusammen. Geh du vor. Ich pass auf deinen Rücken auf. Pass mal auf, ehe wir das machen, gehen wir hier mal rein. Ja, ich kenne mich in dem Interface, das kennen wir hier schon fast so ein bisschen, ne? Und ich möchte ganz einfach mal, was haben wir für Zauber? Armatrutz ist am Start. Eigentlich haben wir ansonsten jetzt nichts, was mir jetzt besonders am Herzen liegen würde. Aber warte mal, wir sollten mal den Magierstab, ich mag zwar keine Magierstäbe, wisst ihr ja, ne? Aber, na... Blattgold gefunden. Wo das denn? So, Matrosin Jana. Ganz komisch geschrieben, Diana. Diana. Da ist doch gar kein Monster da.